Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute wird wieder gegrillt und ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Schweinebauch und zwar mit einer selbstgemachten Marinade, das heißt selbstgemachten Marinade mit einer Biermarinade. Und dazu gibt es dann Kräuterkartoffeln und ja. Wie ich das mache, was wir dazu brauche oder was ich dazu verwende, das gucken wir uns jetzt gleich an. Unseren Schweinebauch brauchen wir natürlich, klar, hier einen Schweinebauch. Den habe ich hier schon mal bei unserem Metzger geholt. Den muss ich jetzt gleich noch ein bisschen trocken machen und ein wenig hier erstmal so ein Schweinebauch. Der ist schön. Haben wir hier Schwarte. Da können wir jetzt gleich erstmal losgehen. Dann brauchen wir für unsere Marinade, brauchen wir hier ein Gewürz. Das könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier das Ankerkraut Powder und Salz und eben halt ein Bier nach eurer Wahl. Das ist jetzt noch im Kühlschrank und ja, das hole ich dann gleich. Jetzt machen wir den Bauch erstmal trocken. Dazu nehmen wir uns ein wenig Küchenpapier. Tupfen das erstmal alles schön trocken. Wenn wir das haben, haben wir jetzt ein scharfes Messer. Ritzen die Haut erstmal ein. So, das wäre das. Dann können wir uns schon mal das Salz nehmen. Und machen uns in dieser Form ein ordentliches Salzbett. So. Da verschwindet der Nacken, der Bauch mit der Schwarte nach unten. Und dann rühren wir uns mal unsere Marinade an. Und dann nehmen wir uns hier eine Schüssel. Unser Pinsel, das Gewürz. Und da kommt erstmal ein schöner Schuss Senf rein. Ich würde sagen, es ist so ein Teelöffel ungefähr. Ein Esslöffel. Anderthalb Esslöffel. Dann kommt ein wenig Bier und ich schätze mal so 2-3 Esslöffel von dem Gewürz. Und das wird erstmal vermengt. Geht noch ein bisschen.
Ja, das ist besser. Also ihr seht schon, ich würze das Ganze so ein bisschen nach Gefühl. Dann holen wir uns unser Fleisch wieder und pinseln das Ganze mit der Marinade ein. Und das Ganze darf jetzt wofür ja, 2 Stunden im Kühlschrank ziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die restliche Marinade schmeißen wir natürlich nicht weg, weil die brauchen wir nachher noch zum Einpinseln. Die kommt auch im Kühlschrank. So, als nächstes machen wir unsere Kräuterkartoffel. Dazu brauchen wir halt Kartoffeln. Die habe ich schon gewaschen. Die werden nicht geschält. Sondern einfach nur geachtelt. So, dann reichlich Olivenöl. Knoblauchpulver oder frischen Knoblauch geht auch. Thymian. Basilikum. Und etwas von unserem Barbecue-Gewürz. Das Ganze wird jetzt ordentlich durchgewischt. Hier fängt gerade The Purge an. Ich muss mich dann gleich mal eben fertig machen. Und können dann auch erstmal ziehen. Ja, ich würde sagen, bis später am Grill. So, ich decke das Ganze jetzt gerade mit einer Alufolie ab. Darunter ist eine Alufolie, die ist mit einem Backpapier beschichtet. Und das kann erstmal so liegen bleiben für die nächsten, naja, bis das Fleisch fertig ist, 2 Stunden. Ich räume jetzt erstmal hier wieder auf und ja, bis gleich. Das ist doch
So, der Grill ist jetzt vorbereitet. Ich habe den rechten und den linken Brenner an. In der Mitte sind die Brenner aus. Und er hat aktuell eine Temperatur von etwa 180 Grad. Da werde ich jetzt erstmal schon mal die Kartoffeln, die ich ja jetzt hier eingepackt habe in Aluminiumfolie, kommen jetzt in die Mitte gestellt. Dann können die schon mal anfangen, Temperatur zu ziehen, weil die brauchen bekanntlich, also erfahrungsgemäß brauchen die etwas länger. So, die lasse ich jetzt ungefähr schon mal eine halbe Stunde vorgaren und dann kommt der Schweinebauch rein und da hole ich euch dann wieder. So, die Kartoffeln sind jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde drin. Ich packe jetzt das Fleisch rein und zwar kommt das eben halt direkt auch in den indirekten, Bereich und ich tippe mal so eine halbe, dreiviertel, eine Stunde, ein, dreiviertel Stunde, dann sollte das auch fertig sein. Dafür nehme ich das Fleisch allerdings erstmal aus dieser Form. Ich lege das auf dieses Gitter, damit ich damit die Salzkruste, die kommt jetzt erstmal nach unten und so. Jetzt erstmal nach unten. Das Salz werde ich aus dieser Schüssel entfernen. All das brauchen wir nicht mehr. Das hat so viel Feuchtigkeit aus der Schwarte gezogen, dass ich hoffe, dass die nachher richtig schön kross aufploppt. So. Jetzt kommt das Ganze auf den Gitterrost. Und wird dann so in den Ofen gepackt. Und hier riecht schon mal sehr gut nach der Marinade. Wird bestimmt lecker. Ich höre es schon in den Behälter mit den Kartoffeln, höre ich es schon brutzeln. Also die sind gut am Ziehen. Ich setze gleich noch ein Kerntemperaturthermometer in das Fleisch und dann holen wir das so bei, ja, ist das Schwein so bei 76 Grad, holen wir es raus oder drehen es um und dann wird der Grill richtig hochgefeuert und wir gucken, dass wir die Schwarte gekracht kriegen. Nein, Verena nicht. So machen. Dankeschön. So, wir sind jetzt bei 42 Grad im Kern vom Fleisch. Ich habe das jetzt vorhin noch mal mit der Marinade eingepinselt. Ich werde es jetzt umdrehen und den Grill in der Temperatur ein bisschen hochfeuern und dann gucken wir, wie sich die Schwarte macht und dann schauen wir weiter. Oh, Brenner sind jetzt, ein Stück Fleisch habe ich jetzt umgedreht, Schwarte nach oben. Brenner habe ich auf rechts und links auf Vollgas gestellt und jetzt sollte die Temperatur in relativ kurzer Zeit auf 250, 230, 250 Grad hochgehen und wir können anfangen, die Kruste zu knacken, zu kloppen. So. Kerntemperatur ist erreicht, das Fleisch ist fertig, Kartoffeln sowieso und ich hole es jetzt raus und dann gibt es was zu futtern, aber dafür muss ich jetzt erstmal nachher die Kameraposition etwas verändern, damit ihr da auch ein Bild habt vom Fleisch und nicht nur von mir. Ja, Verena, warte doch. Ja, ist ja gut. Ist ja gut.
hätten wir unser lecker Stückchen Fleisch. Und wenn ihr das so hört, Kruste scheint gelungen zu sein. Ich muss da jetzt erstmal so das einmal umdrehen. Warum drehst du es um? Kann man die Kruste besser schneiden? So sieht das dann von der anderen Seite aus. Connor, Sam hat dich gerufen. Und jetzt schneiden wir. Du hast doch gerade gegessen, Sam. Machen wir mal klassischen Mittelschnitt. So sieht es aus. Oh, ist da Knochen drin? Nein. Wenn ihr seht, das ist richtig saftig. Ich schneide mir jetzt hier mal ein Stück ab. Was ist da von ein Tier? Schwein. Schwein? Hast du da gerade einen Knochen geschnitten? Nein, ich habe keinen Knochen geschnitten, das ist die Kruste. Kruste? Mhm. Kruste du kannst gleich Kruste essen. Nein, die Mayonnaise bleibt noch zu. Die kannst du gleich auf deinem Teller haben, okay? So, dann nehmen wir jetzt mal hier. Warte doch. Boah, das ist so saftig. Ich muss auch an Nun warte. Nun wartet. Wenn ihr das seht, da ist richtig abtropfen. Super saftig. Und richtig lecker. Bitteschön. Ja, du kriegst auch was. Ja. Aber Carsten, das ist heiß. Aufpassen. Wo ist denn dein, wo ist denn deine Gabel, Schatz? Hier. Hm? Bitteschön. Aber pusten. Ja, du auch eins, eins? Ja. Mhm. So. Mhm. Herrlich. Ist wirklich herrlich. Ihr merkt, da kannst du ruhig das Ganze essen. Ihr merkt, die Meute ist hungrig. Ist hungrig. Ja. Und wir werden jetzt essen. Also es ist wirklich richtig lecker. Wenn euch das... warte, ich habe ja noch was vergessen. Wir haben ja noch hier unsere Kartoffeln. Die habe ich vorhin schon mal gekostet. Ich habe jetzt den Grill ausgemacht. Ja. Nee, das ist meins. Jetzt wartest du erstmal. Das muss Papa essen. Bikinis haben wir auch schon was von gehabt. Also, ja, dann beeil dich bitte ein bisschen. Der Reaktion nach zu folgen, sind so lecker. Na. Das war's jetzt beim Video. Ihr merkt, die Meute ist ungeduldig. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen, würde ich mich freuen. Netter Kommentar wäre ganz toll. Kritik wird auch gerne genommen. In diesem Sinne, ich will sie nicht länger auf die Folter spannen. Ciao.